15. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Einen schönen Sonntagnachmittag. Und wir sind nach dem Spiel der Krefeld Pinguine gegen die Panther aus Ingolstadt hier zur Pressekonferenz. Glückwunsch an die Gäste aus Ingolstadt zum Sieg. Doug Shedden ist da, Trainer für die Gäste aus Ingolstadt, Brandon Reed für die Krefeld Pinguine. 4.489 Zuschauer haben das Spiel gesehen. Und wie immer hat der Gästetrainer die ersten Worte zum Spiel. Mr. Shedden, your statement for today's game. Good evening. I think you added up to two words. Penalty killing was amazing. Power play got a goal. We're really struggling at home, so I think we'd just like to stay out and play 52 games on the road. We seem to play as a team a lot better. We don't give up much. Defensively, we play a lot better. And I thought 5-5, we played very, very well. I thought Renus was really, really good tonight for Krefeld. And it's kind of shocking that as good as we played, we put ourselves in shorthanded 8 times. A little hard to figure that one out, but no, we're very happy with the win. Especially the guys played with a lot of determination and fight and effort, and that's something we just have to do at home, and we haven't done that at home. So that's about it. The penalty killing was amazing, and the power play got the game-winning goal. So special teams. Also er sagt, eigentlich kann man das auch mit auf 2 Faktoren runterbrechen. Das war einmal das Penalty-Killing. Er sagt, das war fantastisch heute von seiner Mannschaft und auch in Überzahl das Tor. Das sind so die beiden wichtigen Faktoren, die Doug Shedden genannt hat. Also seine Mannschaft hat sich zu Hause in den letzten Wochen, das haben wir alle mitbekommen, ja schwer getan. Also wäre es ihm scherzhaft natürlich fast lieber, wenn er jetzt 52 Spiele auswärts machen könnte, weil sich die Mannschaft da irgendwie leichter tut. Zum Spiel heute, also Ingolstadt sagt, er hat nicht viel zugelassen, gerade so bei 5 gegen 5 hat ihm das sehr gut gefallen, hat Jussi Rönnes noch sehr gelobt für die Leistung heute und die vielen Strafen, die es gegen Ingolstadt gab, bei so einem guten Spiel, das seine Mannschaft heute gemacht hat. Bisschen unverständlich, aber so ist es halt. Also das, was er heute von seiner Mannschaft gesehen hat, hat ihm sehr gut gefallen. Da war viel Entschlossenheit dabei. Die Spieler haben sich reingehängt, haben von vorne bis hinten gearbeitet, nicht viel zugelassen und das, sagt Doug Shedden, brauchen wir auch zu Hause. Brandon, what do we need at home? Your statement for today's game. Good evening. Congrats, Doug, on the win. Basically, you Doug said it. I mean, it was a special teams performance, and for the 3rd game in a row, our power play gets outworked by an opponent that has 4 players on the ice, and we have 5. We've practiced this week and last week on moving pucks quick. We do it in practice. We get pucks to the net. We outnumber guys at the net. We get garbage. We get some good bounces. We gain momentum. We're able to make those seam passes and those nice plays. And tonight we did not work. We talk about having depth. Well, we have our second line center back in Hodgman, and we need to trust that we can have 2 power play units out there every power play, and too many guys stay on for a minute 40, minute 30, and you can't do that. You can't do that if you're doing it the right way. If you're playing the power play the right way and you're moving quick and you're working hard and you're winning battles, you can't do it for a minute and a half, a minute 40. I'm sorry. So those are things that are disciplined throughout the team, and we have 7 clear power plays tonight, and with the skill that we have, we should be able to get some looks, even some looks. And tonight it was not pretty. And I thought 5-on-5, UC made some big saves. 5-on-5 was okay. Our penalty kill was all right. But I mean, the work ethic. I am just like the fans. I will be okay if we lose. But if we get outworked in our rink or on the road, it's not good enough. And we got outworked tonight. From the 1st to the 4th to the 7th D, we got outworked. Plain and simple. That's the game of hockey. And, you win one. You don't stop working. We got to keep working. So we're going to work this week. And, we still got some ways to go. It's not good enough, definitely.
Also stimmt Doug Shedden zu, dass es wirklich ein Spiel war, in dem die Unter- und Überzahlformationen eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt haben und dann letztendlich auch entschieden haben. Und was ihm wirklich nicht schmeckt, ist, dass es jetzt das dritte Spiel hintereinander ist, wo der Gegner härter arbeitet als Brandons Mannschaft. We got outworked, hat er gesagt. In der letzten Woche haben sie das trainiert, gerade so im Powerplay, also die Puckbewegung, dass da viel Bewegung drin ist, dass das schnell passiert und dass man auch Momentum kreiert. Das hat heute teilweise auch geklappt. Es gab auch einige so Bounces, diese Abpraller, die auch was hätten werden können, und trotzdem ist da eben was, ist es nicht da rausgekommen, was er sich da erwünscht hat. Hatte eigentlich ein bisschen gehofft, dass er jetzt auch durch die Rückkehr zum Beispiel von Hodgman mehr Tiefe im Kader hat, also dass man jetzt zwei Powerplay-Units draußen hat, mit denen man viel Druck machen kann. Aber er sagt, also heute teilweise waren da einige Leute in unserer Überzahl 1,30 bis 1,40 auf dem Eis, und wenn du eigentlich viel Arbeit in das Powerplay investierst, dann ist das eigentlich viel zu lang. Das kann eigentlich nicht so sein. Also diese 7 Powerplay-Chancen, die Krefeld heute hatte, und das, was dabei rausgekommen ist, sagt er, das ist definitiv zu wenig. Das war heute wirklich nicht schön anzusehen. 5-5, sagt Brandon, das war in Ordnung. Auch das Penalty-Killing, das Unterzahlspiel, sagt er, das ist in Ordnung. Aber es kommt irgendwie immer darauf zurück, dass die Arbeitseinstellung da im Moment nicht so ist, wie er sich das vorstellt. Er sagt, also es ist völlig in Ordnung, wenn man ein Spiel verliert, wenn man aber hart arbeitet und dieses Spiel verliert. Das ist was völlig anderes, als wenn man vom Gegner jetzt zum wiederholten Male durch harte Arbeit eben um den Sieg gebracht wird. Von Anfang bis Ende war das heute zu wenig. Mr. Shedden, you spoke about your team losing a couple of home games. Now you're doing easier, you're getting your points on the road. How important is a win like this for the rest of the season and the upcoming games? Also ich möchte wissen, nach den schwierigen Home-Stretches, die ihr jetzt hatte, also diesen vielen verlorenen Spielen auch zu Hause, wie wichtig ist es, dass man jetzt zumindest auswärts die Punkte holt? Was können Sie mitnehmen? What's the takeaway from today's game? Well, the takeaway is, you know, we've played 8 games at home and we've won 2, and that's horrible, and it's not even in a rink like Ingolstadt, which is not like a rink like Berlin or other places, is where you should have an amazing home record because nobody's excited about playing in it. The road, we've made it simple. We've played great. We lost one road game in Wolfsburg, 1-0. So our goals against have been really down on the road. And again, we play hard and we play as a team. And you know, maybe our wives and girlfriends aren't watching us, so you play more as a team. So we just got to bring that attitude back home. And if we start winning at home, we'll climb the ladder. Also er sagte, wenn man von den 8 Heimspielen, die man hatte, jetzt nur 2 gewinnt, dann ist das einfach zu schlecht. Also die Halle in Ingolstadt ist nicht so wie in Berlin, sondern so eine große Halle, sondern da ist man halt näher dran und möchte halt da, dass auch da der Funke überspringt. Das hat irgendwie bisher nicht so richtig geklappt. Sagt er, auswärts läuft es einfach besser, da treten wir besser als Team auf, und bestimmt total ernst gemeint, very seriously, wives and girlfriends not watching, dass also die Freundinnen und Ehefrauen auswärts in der Regel nicht zugucken. Das ist es bestimmt. Brandon, now practicing small things, going through things that haven't worked over the past few weeks. You made a couple of line changes. What will be your roadmap for the next week? Also was macht ihr jetzt in den nächsten Tagen? Also es gibt ja einige Trainingsumstellungen, die ihr angesprochen habt. Es gab so ein paar Umstellungen in den Reihen. Also ich möchte jetzt wissen, wie sieht die nächste Woche aus so im Training? Well, I think it's clear that the work ethic needs to be higher and consistent throughout our games, throughout our lineup. The last 3 games, 4 games, our power play has not competed, not moved pucks quick. You know, one guy's on one page, the other guy's trying to do something else that they had done in practice. So, I mean, we need to work on the power play. That's 100%. But I think, you know, the mental state of mind is hard work. That's how Krefeld Penguins are going to win hockey games. That's how we compete against the best teams on the road this year when we played good on the road. And it's not a surprise. When we compete and we win 50-50 puck battles, we are good. And it creates power plays for us because we have the puck. We're using our speed. We're getting pucks deep. So the consistency in playing that way has to stay high throughout the group. And the power play, obviously, we will work on it again this week, and maybe see, you know, put some guys in that haven't been this year.
to get some other guys going, maybe a wake-up call. I don't know, but we have to analyze it. We have to see where our holes are on the power play. But for me, it's clear. It's our entries and it's our puck retrieval, which is hard work. So, and sticking to your roots. So, I mean, we're going to work on that. Also er sagt ganz klar, hat sie eben schon angesprochen, also die Arbeitseinstellung wird ganz klar der Fokus sein, zusammen mit dem Powerplay. So in den letzten 3 bis 4 Spielen hat ihm das ja nicht gefallen, wir haben es eben gehört, da machen Spieler auf dem Eis Dinge anders, als es im Training angesagt ist. Und Krefeld gewinnt nur Spiele, auch gegen die großen Teams, mit harter Arbeit. Also die Beständigkeit ist da wichtig, das muss von Anfang bis Ende stimmen. Zweikämpfe, sagt er, sind wichtig, das ist halt auch, sind Situationen, die auch Überzahlchancen dann kreieren. Will vielleicht auch nochmal im Powerplay die Formation ein bisschen umstellen, probieren mit anderen Spielern, die vielleicht bisher in dieser Saison noch nicht so im Powerplay zum Zuge gekommen sind, denen noch eine Chance zu geben. Der Einstieg ins Powerplay, gerade so der erste Teil des Spielaufbaus, daran wird zu arbeiten sein, sagt Brandon. Fragen? Aus der Runde. Bitte. Brandon, I think today we have seen one of the worst performances of the Penguins on home ice in the last, I don't know, 4, 5, 6 years. I think everybody knows that in team sports, it is often the coach who has to pay for his team's poor performance. Do you feel that the team played against you today? Also ich gebe die Frage mal eben weiter, weil sie, glaube ich, nicht auf dem Mikrofon zu hören, weil die Frage geht direkt an Brandon, ob er den Eindruck hat, dass die Mannschaft gegen ihn spielt, weil die Leistung heute, wie der Kollege fragte, wirklich zu den schlechtesten Leistungen der letzten Jahre gehörte. Brandon. That's a good question. No, I don't think so. I think I heard the group talk after the game. I think guys are pissed off at the performance of some of our players, the work ethic, the commitment to doing the things that we do all week, and then when a game comes, that they don't stick to it one shift. And it's happened many times this year, and it's from, you know, some of our guys that are important for us. And I know it's not against me. It's 20 guys on the ice. They play to win together. They play to win as a team. We, as coaches, we set them up to do that. And right now, it's a frustrating time because, I mean, we could have easily won that game if we were focused. If guys were, you know, had that passion, the fire to get that winning goal in the power play or the tying goal. So, yeah, pretty sure that answers your question. I say something. You said it's a team sport. You got to remember, there's another team trying too. Thank you, Mr. Shatton. Ich darf es aber eben noch übersetzen, die Antwort von Brandon. Also er sagt ganz klar, ich habe nicht den Eindruck, dass es da so ist, dass die Spieler gegen ihn spielen. Also er hat jetzt gerade so in der Kabine auch nach dem Spiel die Mannschaft reden hören und die sind selber richtig sickig, logisch. Die wissen selber, dass das nicht die große Leistung war heute. Und sie haben es auch selber noch angesprochen, die Spieler. Also dass im Training Dinge anders gemacht werden als im Spiel und damit gewinnt man eben nicht. Und Brandon sagt, mein Job als Coach ist es, diese 20 Leute, die wir da auf dem Eis haben, so einzustellen, dass wir Spiele gewinnen. Und das wird er halt weiter tun mit dem Fokus, mit der Leidenschaft, die es jetzt wieder zurückzugewinnen gilt, um vielleicht dann doch gerade im Powerplay, dazu gab es heute Chancen, den Ausgleich oder zumindest das Tor noch zu schießen sogar. Zum Sieg. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich unseren Gästen eine gute Heimreise wünschen. Safe travel home. Next games for Ingolstadt, Augsburg on Friday and Cologne on Sunday. Best of luck for this. Wir sehen uns am Freitag schon wieder, 1.11. Bitte dran denken, ist ein Feiertag, 16.30 Uhr geht es hier gegen die Düsseldorfer EG. Und am Sonntag nächste Woche dann spielen wir in Mannheim. Schönen Sonntagabend noch, schöne Woche und wir sehen uns.